Was geht, Freunde? Es ist, ja, es geht direkt weiter. Aus Portugal zurück, direkt nach München und... Freunde, ich nehme den letzten Tag Rolling Loud Sonntag hier in München mit. Dachte mir, ja, komm, warum nicht? Mal gucken, was Deutschland, also wie das in Deutschland so organisiert ist, wie das so ist. Und hier auch ein paar andere Streamer-Kollegen treffen mit meinen Real-Life-Kollegen, sowas auch mal erleben, ist auch ganz cool. Ich könnte eigentlich so ein Sydney-Intro mal machen. Was geht, Freunde? Wir fliegen jetzt nach Portugal und ja, gehen dann auch auf Rolling Loud. Ja, check die ganzen Jungs ab und Freunde, ich bin sehr gespannt. Das Timetable sieht sehr vielversprechend aus. Ich habe vor, zu Lucky zu gehen. Ich versuche Homicide Gang, ich weiß aber noch nicht. Race Remote, dann Travis, Ken, Lowell. Also ich muss sagen, der Tag heute alleine ist schon meiner Meinung nach krasser als viele Tage in Portugal. Also weil halt so viele auf einmal gut sind. Wisst ihr, was ich meine? Weil in Portugal war es so, wir sind mal erst so um 18 Uhr oder so, 19 Uhr losgefahren. Und dann war halt der erste Art, das gute Art, um 21 Uhr oder so. Und hier ist schon direkt um 15 Uhr geht's los. Lucky bin ich sehr gespannt. Video liken, Kommentar, ein Abo da lassen. Ich will gar nicht viel schwätzen. Wir sehen uns auf dem Gelände. Hadiella. Ich habe bis jetzt von Rolling Loud München nichts Gutes gehört, sage ich euch, wie es ist. Also die haben auch, glaube ich, so Bereiche. Das heißt, erste Reihe wird, glaube ich, schwer, weil ich will wirklich jeden mitnehmen. Und das bedeutet, ich bin bei Travis wahrscheinlich weiter hinten. Aber mal gucken, was ich dribbeln kann. Weil die haben irgendwie so Bereiche eingeteilt, dass es dann halt nicht irgendwie so, also bei Portugal war es ja so, du konntest halt von rechts irgendwie nicht so reindribbeln oder so. Oder allgemein ist es so, und jetzt haben die irgendwie so Bereiche und die werden zugemacht oder so. Deswegen sind auch Leute über die Barrikaden gesprungen am ersten Tag. Finde ich irgendwie ein bisschen komisch, ein bisschen weird, aber keine Ahnung. Vielleicht kriegt man es da irgendwie gedribbelt. Ich versuche irgendwie erste Reihe Aufnahmen zu klären. Der Vlog muss gut werden. Also, es ist 14 Uhr und es ist schon hier geisteskrank voll. Keine Ahnung, Bock gar nicht. Ach, nee. Also, wenn ich Lucky verpasse, dann rollen Köpfe. Und wir sind in der Tournette. Es ist übel voll irgendwie. Aber gut, es ist, glaube ich, auch einer der besten Tage heute mit Sonntag. Luck Travis, habe ich dich schon einmal gesehen in Portugal, will ich dich schon mal sehen, mein Bruder. Ich bin nicht Drake, ich bin nicht LeBron James, aber es wird heute die Maske. Es ist jetzt schon am Eingang voll viele von euch da gewesen. Sehr, sehr cool, ernst. Weiß ich sehr zu schätzen, aber... Digga, die haben mich sogar mit Maske erkannt. Ohne Sinn. Ah, egal, was ich mache. Ja. Lucky und Ken Carsten haben abgesagt. Ich dreh durch. Also da ist so die Mainstage, da treten so die ganz krassen auf. Und da ist so die zweite Stage, da treten aber auch gut auf. Weil Lucky jetzt nicht kommt, gehen wir zu Reezy. Ja. Aber Digga, wie mich das abfuckt, dass Lucky und Ding nicht kommen, Digga, Mann. Die Maske bringt gar nichts. Ja, kennt man mich trotzdem. Ich küsse eure Herzen, ihr seid die geilsten. Ja. Das heißt, der Plan ist, kein Ken, kein Lucky, aber dafür haben wir dann mehr Zeit bei Travis. Das heißt, ich kann dann bei Travis vielleicht ein bisschen weiter vorkommen, weil ich dann halt nicht auf Zeit verzichte. Aber ja, ich muss sagen, Gelände ist ganz cool. Ist halt alles so auf trockenem Boden und so, aber ist okay. Die haben sich auf jeden Fall Mühe gegeben. Also es ist gerade so 30 Minuten bevor Reezy auftritt und es ist einfach hier so gemacht, dass man sich hier anstellen muss, dass man überhaupt nach vorne kommt. Digga, das ist bodenlos. Wenn du hier nicht drin bist, dann musst du dich 2-3 oder so anstellen, das ist ja kacke. Hier wird die scheiß Ampel grün und dann kannst du da durch. Das ist ja, Digga, das ist ja Todeskacke. Vor allem da drinnen ist auch übel leer, Junge. Guck mal. Die sagen einfach, es ist voll, ja, nice. Hier ist der VIP-Bereich, ist jetzt nichts Spektakuläres, aber war ja, glaube ich, in Portugal auch so, deswegen. Aber, ja. Digga, ich sag euch, wie es ist. Bis jetzt, statt jetzt, Fazit, Arsch. Arsch hier, weil einfach alles verlegt wird, alles abgesagt wird und diese Organisation irgendwie komplett provoziert. Ernst, ich dachte, ich gehe jetzt hier hoch, versprochen, und ich habe jetzt hier so eine geisteskranke View auf die Bühne oder so, ne? Hier im VIP, was weiß ich. Ja, tot, tot. Was ist dann? Tot. Das ist ja nix, Bruder, bei aller Liebe. Also. DJ Scheme, rein da, der ist geisteskrank, wirklich. Erste Reihe hier vorne reingekommen. See bad? Alles mit, gefällt mir richtig gut, ernst. Wie wenig los hier ist in der ersten Reihe. Die lassen nicht alle rein, das ist so krass. Wirklich.
lassen hier keinen rein. Sag das jetzt Slums, damit ihr es mal versteht, Slums. Willi! Ey, Willi! Ey, Willi! Ey, den Rookie heute ein bisschen anstrengend. Ey, 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 komm. Zwei. Warte. Von 1 bis 10, 2? Ja, Ender ist aber auch heute Flavor, ja. Eternity, Ender. Nein, Bruder, ist scheiße, ne? Ja, ja, ja. Weißt du, wie er heißt? Ey, das, wie heißt du? Mr. Miss Alast. Das ist neuer Name, da. Sie verblicken ihre Augen, verstehen ihre Sprache. Ich bin wie Klug mit einer Flasche. Hey, komm her! Sie ist mit 10 auf dem Feld, ab ein 6er im Lotto geknackt. Wie ihr wisst, wollten die uns nur 20 Minuten auf diesem Festival geben. Spitz gemacht! Jetzt kommt eine Bombe. München, habt ihr noch Energie? Manchester! Manchester! Kennt meine Brüder hier vom Sicherheitsdienst, die Leute nachspritzen ein bisschen? Danke. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Haben wir hier auch einen Schlauch auf der Seite? Haben wir da auch einen? Feiern! Ich mache Madrid, wir haben unter Dabern. Manchester ist sehr wie ich kann, was ich will, ich bin nicht der Vater. Ich brauche Seite auf Kuchen, ich bin Barber. Mein Digga mit 7 Stellen auf Konto, weiß immer, was ich sagen hat. Sitze mit der Füße am Tisch wie das letzte Abendmahl. Hände werden gerieben, so wie Parmesan. Ich stelle Pizza mit Thunfisch von Salatkarte. Get over. Ich bin völlig durch. Digga, das war ein... Jungs, wie war? Crazy. Sag das mein Co-Signing, einfach, er kriegt mal Bilder, mal Leute machen Bilder hier mit ihm. Ey, guck mal, vor allem er denkt, er ist grüßt, guck mal, grad so vielleicht, grad so. Lerne erstmal von. Ja, ne, Tipps, bist du scheiße, wa? Ja. Ist ja dumm, Alter. Was geht, mein Bruder, ist gut. Ja, das ist mein Co-Signing. Gecheckt, der ist upcoming. Nicht upcoming, Slums up. Reezy war geisteskrank, Freunde, wirklich geisteskrank. Da hinten ist gerade Gucci Mane. Ich sag euch ehrlich, auf dem Friedhof ist mehr Stimmung als bei ihm gerade, wirklich. Er ist wirklich tot, aber auch bei Portugal war der schon Schrott. Aber halt so wild, mein Bruder. Wir gehen jetzt gleich zu Ski Mask. Und da ist wieder Action, du bist selber. Digga, also ich muss sagen, das ist hier so bodenlos. Man kommt da gar, also man kommt gar nicht mehr irgendwie da so rein oder so. Digga, ich muss gefühlt von hier Ski Mask schauen. Nice, macht ja richtig Bock. Also ernst, die Organisation hier ist katastrophal. Also es ist irgendwie voll weird so. Digga, die machen hier so Barrikaden, du siehst da nicht mal was durch, Digga. Die stehen einfach nur dahinter. Ja, nice, Ski Mask muss ich skippen und dann gucken, wo ich jetzt hingehe. Digga, das fuckt so ab, wow. Like Slumpa! Junge, ich küsse doch eure Herzen, diese Barrikade. Man sieht doch da nichts durch, Junge. Ja, 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 geil, geil, geil. Guck mal jetzt, wie er sich erschreckt. Pass auf. Fuck off, I might be your swerve, cause I'm in the season. Erste Reihe.
Reihe Moschpit aufgemacht. Da? Aufgemacht, Bruder, so. Wir haben ihn endlich auf Kamera, Freunde. Wir haben ihn endlich auf Kamera. Verkauf. Das ist mein Bruder dann? Guck mal, der hat mich so auf den Boden geschmissen. Freunde, wir haben ihn hier. Jan, mein Bruder. Was geht? Wann droppt das Ding? Ja, ich sag. Kannst du noch nicht? 23.07. Wirst du selber Secret, mein Bruder. Wirst du abchecken. Was geht bei dir schon angekommen? Hä? Echt? Guck mal, was ein Bruder, Alter. Was ein Bruder. Ja, ne, so diese so, ja, ne, mit Backstage und so, ja, ne. Diese so Watto.eu. Was geht ab, mein Bruder, ja? Jungs, guckt ihn euch an, wie er, guck mal, in seiner Pracht, Jan, ich will mit ihm rummachen gerade. Bruder, ich kiss doch den... Oh, who's with the cargo and go tees? Vorher in meinem Calling, Clint. Guck mal, hat man nicht so schon gesehen mit dieser Maske auf? Eigentlich nicht so ganz, Bruder. Du siehst, ich sag dir ehrlich, bei dir sieht das eher mehr so aus wie so ein Kopftuch, Bruder, ja? Sieht aus wie meine Tante einfach. Race Rimmel wollte ich eigentlich auch hin, aber... Es ist alles zu voll, alle warten auf Travis. Ich gehe jetzt rüber zu Destro Lone, ich hoffe, ich komme erste Reihe. Digga, ich will Lone einfach live sehen, No Stylist, das ist auf meiner Bucketliste, No Stylist live. Okay, bei Lone ist nicht so viel los, weil alle zu Travis wollen, aber nehme ich mit. Und da muss ich mich irgendwie noch in Travis reindribbeln, ich weiß auch nicht. Pause. In Travis reindribbeln ist crazy. Also ich glaube, die haben hier wirklich Death Row zum Hundesohn gemacht. Digga, das ist ja geil. Alle raus. Alle gehen so rüber zu Travis, warten eine halbe Stunde. Ich dribble mich da rein, ist mir scheißegal. Ich muss Lone sehen. Digga, ich muss Lone sehen, Junge. No Style ist geil. Auf der Liste. Ist eine normale Bracker, Neffo. Eine normale Bracker. Das ist Ahmed. Digga, das ist einfach Ahmed. Ahmed. Oh, oh. Und jetzt kommen sie alle reingestürmt. Es wurde aufgemacht. Ich habe No Stylist live gesehen, mit dem Intro und so, oh, ich bin überzufrieden, 9 von 10 locker, ich bin todzufrieden. Jetzt noch irgendwie Travis gute Plätze irgendwie kriegen, aber 4-5er-Quote. Digga, gebt euch mal bitte, wie voll das jetzt schon ist. Wenn ich da irgendwie nach vorne komme, Salam Aleikum. Ihr müsst ja so checken, die haben ja so Zonen gemacht mit Ampel und was weiß ich für Kack, das ist einfach anstrengend. Und also ich muss sagen, wirklich, Rolling Out München, wie kann eigentlich wieder nur Deutschland verkacken? Ich check's nicht, aber was willst du machen? Ich muss halt campen und so, hier ist nicht mit Tipps und Tricks, aber was willst du machen? Das ist halt so wild. Vielleicht ja, nice, Freunde. Travis ist ein Flug verspätet. Könnt ihr euch nachschieben, der wartet nur bis dunkel ist. Gehen Sie dumm, denken, ihr könnt mich verarschen. Ich war in einem anderen Hotel. Achso! Mein Slump. Digga, der ist tot, Chat. Wieso? Chat, Mann. Bruder, du siehst so schlimmer aus. Schlimmer aus. Dead Body. I'm in town. Na, it's Gwen. Die Rettung von Jan Regensburg. Agi Diabusi. Ja, doch, wir haben es irgendwie doch eingeschafft. Nee, mein Bruder Jan! Dein Bruder Jan!
Hab hier so ein bisschen was gedribbelt. Deswegen heißt vielleicht doch Travis ein bisschen vorne, aber es ist so. Ein bisschen, ich will dieses so, man will so seine Spucke riechen. Ja, genau. Die sagen sein Flug. Rolling, rolling, got me rolling. Ja, der Kamera Dorian? Digga, Bilo hat einen neuen Insider gemacht. Rolling, 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 got me rolling. ja. Ich sag so, die haben jetzt gesagt, sein Flieger hat irgendwie Verspätung. Dicke Lüge, der will einfach nur nicht bei Tag auftreten. Ist so oder nicht? Ja. Travis bei Tag gibt's nicht. 100%. So, deswegen, jetzt wird jetzt langsam Nacht, deswegen denke ich, könnte er jetzt bald auftreten und dann ist dieses Drecks-Event hier fertig, Alter. So eine Scheißorganisation, wirklich wow. Wow. Ah, Freunde, hier ist die View. Es sieht geistesbescheuert aus, versprochen. Ich bin sehr, sehr gehypt. Ich glaub, also ich sag, es könnte krass werden, Travis. Alter, hier ist gerade Pause, weil, keine Ahnung, Verletzungen und was weiß ich. Aber es ist krass. Fucking club up! Fucking club up!
2%. Sie werden mit also werden. Pick up the phone. So, wir gehen jetzt an eine Stelle, wo Travis vielleicht ist. Wenn wir Glück haben, sehen wir den nochmal. Also, das kommt dann das Auto auf. Wo gehen wir? Wo gehen wir? Nein, lass einfach. Lass okay. Groß. Wir sind hier Backstage, wir haben uns reingedrückt. Wir gehen jetzt zu Travis, mit Scheißegal. Oder niemals. Niemals. Oder eigentlich können wir nicht filmen. Zu auffällig, oder? Was ist das noch? Das ist noch. Lass uns hier rein. Wenn es hart auf hart kommt, müssen wir hier raus, ne? Ja, wir müssen hier raus. Sonst machen die zu viele Bilder. Sonst machen die zu viele Bilder. Also kann wir nicht zu uns im Auto. Da machen zu viele Bilder. Bruder, ich dachte, das wär's mit dem Konzert. Es war zehnfach so. Hast du gesehen? Ich fand krass als Portugal in Crowd. Wirklich. Bro! Bruder! Ey! Ich hab dieses Pick up the phone, baby! Oh. Bro! Noch nie Pick up the phone, baby! Das war so hart, Bruder! Ich sag dir, das Ding. Und das Bruder, auf einmal Hamid und ich drängeln uns hier in den Backstage rein. Ich hab einfach mit Skimas geredet. Das ist die Wahrheit zu peinlich. Ja, aber cringe bisschen, pass auf. Destroy Only ist an mir vorbeigelaufen. Bruder, nicht Destroy Only! Der stand neben uns und hat ein Foto gemacht. Hast du? Nein, ja, er hat sich getroffen. Warum, Bruder? Fragen. Ich hab's Skimas, ich hab keinen Akku gehabt. Er hatte Ding. Bruder, bevor jetzt Leak ist, bevor ihr wusstet, dass Travis zu spät kommt, wussten wir das schon zehnmal. Wir haben das um 19 Uhr. Aber ich sag, war fake, oder? Nein! Nicht? Dass er bei Nacht auftritt. Nein! Sicher? Ja, sein Flug ist erst 22 Uhr gelandet. Dreckig. Weißt du, wer, von wo wir es wussten? Fucking David Alaba. Ich hab ihn getroffen, ich hab Gänsehaut. Alaba sagt zu uns, ey Jungs, Travis kommt ein bisschen später. Aber auch so lässig, weißt du? Naja, so. Aber ich sag, Bruder, weißt du das? Der sagt, ja, der Rolling Loud Veranstalter war gerade bei mir, der hat's mir gesagt. So, Bruder, so, als würdest du zu Willi sagen, ich komm zu spät zum Essen, so ich einfach mal so, Dobby! wir haben uns hier reingedrängt, keiner weiß was. Ich hab mit Skimas geredet, weißt du, was ich zu ihm sage? Ich so, yo, Bro, I love you und so. Er so, ich kann kein Bild gerade machen. Ich so, I have the same name on Social Media. So, er so, weißt du, was er sagt? Richtige Willi-Antwort. Yeah, I'ma check it out. Ich so, no, you won't. Was hat er gemacht? Bruder, weitergelaufen. Aber ich hab mich übergefreut. Ich hab keinen Akku mehr, ich konnte nichts machen, leider. Aber Bruder, alle haben jetzt gerade ein Bild gemacht. Shoutout an die Jungs hier. Das wird auch gleich gelöscht, einfach auf euer Handy. Bruder, das wäre geistkrank, ne? Wir haben uns reingetrappelt, Bruder, das war, also was eine Experience. Ich kann, also geilerer Vlog geht gar nicht mehr in den Augen. Ich dachte am Anfang, Tag wird shit, aber alles gerettet. Bruder, nein, also ich sag, wir waren bei Reezy zusammen, Bruder. Boah! Okay, Leute, das war's mit dem Video. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst einen Daumen nach oben oder unten, na scheißegal, okay? Der Tag war krank. Mir ist sogar egal, ob das Video gut ist. Mir ist egal, ob das Video gut ist. Mach mal Lärm, wo sind wir überhaupt? Zum Rolling Loud München, Bruder. Mach mal Lärm, München! Hey!